Ja, servus liebe Freunde, willkommen zu einer wunderschönen Nacht. Der Mond scheint, das Getreide wächst und, das Getreide ist erntereif. Richtig, da war ja was. Also, wir beginnen unsere große Ernte und jetzt geht's also rund. Heute ist also einer der großen Tage, auf die man sich doch immer freut. Deswegen fahre ich auch lieber gleich außen rum und riskiere da erst gar nichts, bevor wir mit einem Fail beginnen. Das möchte ich heute mal nicht, denn wir haben viel vor uns. Wir wollen hier alle Felder ernten und müssen natürlich auch gucken, dass wir hier das rechtzeitig alles in trockene Tücher kriegen. Ich freue mich jedenfalls schon mal wahnsinnig auf den neuen Traktor, auch so ein Grün wie hier der Kollege, ne? Und ja, ich liebe die Bäume. Habe ich das schon mal erwähnt? Glaube in diesen Let's Plays irgendwie noch nie. So, wir werden aber jetzt mal hier den Helfer starten und müssen natürlich, weil auch Feld 8 und 9 erntereif sind, hier den kleinen Kollegen mal aktivieren. Denn, das wollen wir ja sozusagen parallel erledigen. Die Schranke ist schon geöffnet für uns, das ist doch sehr nett. Die Kollegen wissen einfach, ja, jetzt kommt Solaris, da ist es besser. Wir machen mal gleich alles auf, bevor der uns das niedermäht, sozusagen. Und, wir werden direkt hier auch anfangen, mit der Ernte die einzufahren. Dann gucken wir mal, der Preis für die Gerste war ja bei der Mühle richtig gut. 686 Euro war es ja beim letzten Mal. Und der Vorteil ist, wir können den Weizen sozusagen jetzt eigentlich erstmal da stehen lassen. So, ich nehme jetzt mal hier den Traktor und werde mal schon... brauche ich ja gar nicht. Gut, dann werde ich es anders machen. Dann stelle ich den einfach nur ein Stück vor, weil ich zu faul bin zu laufen. Ich hatte das ja schon vorbereitet, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich bereite ja immer ganz gerne alles vor, damit wir hier nicht lang rummachen müssen, sondern das gleich losgehen kann. Und der Deutz unten hat 45% und hier oben der Knabe, der scheint auch richtig viel reinzubringen, denn der ist jetzt schon bei 54%. Und wir haben noch gerade mal eine Spur durch. Das ist schon mal richtig schick. Jodele, den müssen wir natürlich hier auch jetzt mal vor unseren großen Kipper spannen. Sozusagen eigentlich fast das letzte Mal. Und danach, hoffe ich, sind wir soweit, dass wir uns das nächste Mal hier den großen grünen Deutz, ja, den TTV da vorsetzen können. So, mal gucken. Vor lauter Freude bin ich jetzt hier schon fast falsch rangefahren. Aber das können wir schnell korrigieren. So, kuppeln den mal schnell an. Das ist perfekt. Und jetzt wollte ich eigentlich schon vorfahren, aber ja, Mähdrescher hier ist schon wieder voll. Das heißt, wir spurten mal schnell rüber und werden den schon mal abtanken. Ist praktisch von der Fahrstufe her, denn bei der Position können wir gerade stehen lassen. Und danach muss es zum Deutz runtergehen. Also wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Arbeit. Alleine aus dem Grund, weil wir ja natürlich hier auch ein höheres Erntevolumen haben. So, musste mich mal kurz räuspern. Licht wäre von Vorteil. So, und da gibt es natürlich volumenmäßig nochmal richtig viel. Das heißt, das müssen wir erstmal hier ins Silo reinkippen, bevor wir dann sozusagen hier anfangen, das zu verkaufen, weil wir hier einiges reinkriegen. Mist, das schaffe ich hier zeitlich wohl nicht mehr. Der bleibt jetzt gleich stehen. Das ist blöd. Aber gut, wir müssen sowieso hier warten. Allein aus dem Grund, dass wir hier nicht wieder im Weg stehen. Das wollen wir ja nicht. Haben wir ja Talent für. Aber die ersten 9000 Liter sind hier sozusagen jetzt schon durch hier unten. Und das ist natürlich einiges, was da reinkommt. Da freue ich mich riesig drauf. Und wir haben ja im Silo, ich möchte das immer wieder gerne zeigen, noch 180.000 Liter Weizen liegen. Also da haben wir auch noch eine gute finanzielle Reserve. Und spätestens nach dieser Ernte haben wir aber auf alle Fälle mehr als genug für den neuen Traktor. Und ich denke mal, da wird auch noch für eine weitere Erweiterung ein bisschen was drin sein. So, hier fahren wir ein Stückchen nebendran her. So, der Fahr M66, den müssen wir oben auch schon gleich wieder fertig machen. So, den stellen wir erstmal hier in die Mitte. Mal gucken, wo der dann stehen bleibt. Und was ich jetzt aber in der Zeit machen will. Mann, was ist mit meinem Hals heute los? So, wir müssen allerdings das Mähwerk noch heben. Ja, das ist immer das Blöde. Aber wir müssen natürlich schon gleich loslegen sozusagen und unser Stroh einsammeln.
Und ich würde mal fast behaupten, wenn wir hier oben sind, fangen wir diesmal doch an und werden das zuerst bei der BGA machen. Oh je, ich kann ja schon wieder nichts machen. Der Kleine ist schon wieder voll. Ist natürlich auch nicht schlecht. Für uns kann es ja nur recht sein im Prinzip, denn so kriegen wir ja ruckzuck richtig viele Liter zusammen, die uns unseren neuen TTV spenden. Und ich bin jetzt schon am Grübeln so im Hinterkopf, wie es danach hier weitergeht, was wir dann machen. Mal schauen. Ja, das ist jetzt die Überlegung. Dann haben wir den Deutz, dann können wir da loslegen. Ja, da würde ich doch mal fast behaupten, wir würden uns dann mal in Richtung eines weiteren Feldes orientieren. Denn dann haben wir noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Wir müssen allerdings erstmal schauen, wie viel jetzt bei rumkommt. Wir haben ja unten für die Kühe schon einiges, wie gesagt, jetzt gemacht. Wir haben das. Oh, jetzt bin ich hier ein bisschen blöd gefahren. Na gut. Denn wir haben das Feld 35 ja schon gekauft. Aber ich würde ganz gerne wieder ein bisschen ja, die BGA füttern können. Ich weiß aber noch nicht so ganz wie und wo. Ja, wir kommen also auf Dauer natürlich nicht an einer Big-Maschine vorbei. Da wäre natürlich die nächste Überlegung, ob wir auf die erstmal sparen. Die kostet ja über 400.000. Dann könnten wir uns das Feld 7 danach kaufen und würden dann hier oben so langsam mit dem Mais anfangen. Würde uns die BGA wunderbar füllen und wir hätten endlich wieder Mais. Ja, so lange kein Mais gehabt. Es ist so schön gewesen. Allerdings nicht mit dem Zweireiher. Nein, aber mit dem Big X wird das, denke ich mal, richtig gut. Und ich glaube, da könnten wir mal langsam drauf hinsparen. Wir haben dann einen sehr schnellen Traktor zur Verfügung. Und von den Feldern her sind wir auch ganz gut aufgestellt. Oh, hier langsam machen. Genau. Der ist hupelt ein bisschen. Von daher müssen wir gucken, dass wir da natürlich jetzt nicht drüber dotzen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt. Sieht zwar lustig aus, aber ist nicht unbedingt sehr verträglich für die Geräte. So, und wir sind noch nicht mal bis ganz da oben und da ist der Mähdrescher schon wieder voll. Und zwar beide müssen wir jetzt so langsam abtanken. Das heißt, das werden wir machen. Und das Coole ist, ja, wir können natürlich auch hier den Traktor gerade wieder da ein Stückchen zurück darunter stellen. Das ist eigentlich richtig gut. So. Oh, passt doch wunderbar. Und dann nehmen wir auch die Chance wahr und werden hier auch gleich den Kollegen noch abtanken. Und auch der steht jetzt optimal. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Drehung zu machen und uns hier drunter zu stellen. Und dann kann der gleich hier abtanken und wir können weiterfahren. So sparen wir natürlich optimal Zeit. So, ja. Jetzt aber mal ab nach oben, denn wie gesagt, ich möchte zuerst Feld 8, Feld 9 machen und das Stroh, was wir da einsammeln, hat natürlich den Vorteil, das kippen wir in die BGA rein. Das heißt, da kriegen wir also auch gleich wieder ein bisschen Düngematerial rein. So können wir uns zumindest für die kleinen Felder da oben ein bisschen besser aufstellen. Ja, die andere Alternative wäre natürlich, wir würden ja unser Gespann etwas erweitern. Bin ich jetzt gerade am Grübeln. Wenn wir nämlich Feld 7 kaufen, da bräuchten wir aber einen größeren Mähdrescher und hätten aber jetzt in dem Sinne noch keinen direkten Vorteil, weil wir ja trotzdem noch den weiten Fahrweg mit dem kleinen Kipper haben. Also ich weiß nicht, ob das so schon das Gute ist. Müssen wir uns mal überlegen. Aber ich glaube, wir werden erstmal gucken, dass wir das Feld 17 holen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. Halt. Ich will noch nicht das Mähwerk einschalten, du Trottel. Ich will den Ladewagen einschalten. Das wäre viel schöner. Okay, aber jetzt ziehen wir erstmal die Ernte durch. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier finanziell erwartet, wenn wir beides wegfahren. Danach müssen wir auf alle Fälle wieder Raps machen, denn wenn wir beides wegfahren, ist natürlich der Preis für Weizen und für Gerste erstmal im Keller. Da haben wir natürlich nichts mehr zu gewinnen. So, und hier ist es natürlich mit den kleinen Spuren ziemlich eng. Das würde eigentlich auch eher für einen großen reden. Aber ja, der kostet halt auch ein bisschen. Wobei, wenn wir uns den Case holen, ha, da kommt mir gerade eine Idee, während ich hier mal schnell abtanke. Wir könnten ja den kleinen Case kaufen, der kostet um die 280.000 Euro. Ist gleich wieder mal das Rohr verbeult, wunderbar.
Wenn wir den kleinen Case holen, den könnten wir dann unten für die größeren Felder einsetzen und würden den M66 dann verkaufen und dafür den Deutz hier oben hinstellen. Dann hätten wir auch einen größeren Drescher, der entsprechend hier für das Feld 7 arbeiten könnte. Dann würden wir eine größere Einnahmequelle haben und ja, dadurch könnten wir uns dann den Big X holen und damit dann entsprechend hier oben wieder ins Maisgeschäft einsteigen. Ich glaube, so die Strategie ist gar nicht verkehrt. So in der Richtung werden wir das mal festhalten. Außer ihr habt dann noch andere Ideen. So, was jetzt natürlich geil ist, ich habe da Gras drin. Warum ist da jetzt Gras drin? Wieso nimmt er das nicht auf? Ich bin doch nicht so viel über gemähtes Gras drüber gefahren. Das ist jetzt total blöd. Ja, ging in die Hose. Eine Strohreihe ist damit futsch. Das heißt, wir werden das jetzt anders machen müssen, leider. Das war natürlich irgendwie etwas blöd. Also man muss darauf achten, gerade an den Randflächen, dass man hier nicht unbedingt, ja, wie soll ich jetzt sagen, beides vermischt. So, wir tanken das mal kurz ab, den Haufen. Ist ja nicht viel, aber zum Glück ist ja das Silo da. Dann können wir das halt hier reinkippen, was soll's. Frisst ja kein Brot, ist ja nicht so schlimm. Was aber eher schlimm ist, uiuiui, wir kommen hier zu gar nichts. Die Gerste verlangt uns alles ab hier an Fahrkünsten. Ja, wir müssen Drescher abtanken. Und was ich eben sagen wollte, beim Ladewagen, also wenn ihr da anfangt, eine Spur aufzunehmen und seid zum Beispiel beim Stroh und kommt aber, wenn ganz wenig Stroh drin ist, nochmal ins Gras rein, dann wechselt das Ganze. Und dann habt ihr irgendwann Pech und dann ist das Stroh sozusagen systemseitig auch als Gras registriert und ihr könnt die Strohschwaden nicht weiter aufnehmen. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man das Richtige hat. Von daher muss ich jetzt auch aufpassen. Von dem Punkt her werden wir halt das Stroh jetzt versuchen neu aufzunehmen und zwar so, dass wir hier keine Probleme kriegen. So, jetzt versuche ich hier mal taktisch rückwärts dran zu fahren. Ah, taktisch ist bei mir immer schlecht, merke ich gerade. So wird das nix. So, gucken, kriege ich das jetzt besser hin? Oh, ja, nur ganz vorsichtig da dran. Nö, so wird das auch nix. Also ich und Rückwärtsfahren unter einem Mähdrescher ist nicht wirklich die Bombe. Aber so wird das was. Ja. Puh, okay. Gerät nicht ganz kaputt. Alles noch im grünen Bereich. Irgendwo hatte ich jetzt auch gerade hier noch genau meinen Ladewagen stehen. Und nun versuchen wir es nochmal. Am besten ohne Gras vorher zu erwischen. Weil dann können wir auch das Stroh hier oben wieder abgeben. Das war jetzt natürlich mal der typische Vorführeffekt. Ich wollte euch das ja nur einmal zeigen. Genau. Ja, ihr habt also einfach nicht drauf geachtet. Deswegen also hier ganz ranfahren. Gucken, dass man viel Stroh erwischt erstmal. Und dann ist das auch nicht das Problem. So, und wenn, wie gesagt, noch wenig drin ist, da kann es dann sein, dass dann auf einmal mehr Gras als Stroh drin ist und dann wechselt er ihn halt einfach. Vom Grundprinzip eigentlich unlogisch, vom realen Prinzip ist es eigentlich total logisch. Das heißt, wir schalten aber auch hier zur Sicherheit den Ladewagen ab. Denn der Ladewagen nimmt alles auf, im realen Leben ja auch. Der unterscheidet ja nicht, ob das jetzt hier, seht ihr, da hat er schon wieder wechseln wollen. Denn der unterscheidet ja auch nicht, oder ist Gras, das nehme ich jetzt nicht mit auf, sondern da muss ja der Fahrer auch drauf achten, dass er das Richtige einsammelt. Von dem Punkt her müssen wir hier auch entsprechend gucken. Ist also vom realen Grad, Spielgrad her richtig gut. Nur man muss halt erstmal ein Auge drauf haben. Ist jetzt nicht wie beim Helfer, wo man dann sagen, okay, automatisch und alles klar und kann nichts passieren. Nein, wir müssen hier selber ein Auge drauf halten und dann passt es so. Und jetzt ist der Mähdrescher das erste Mal in der anderen Richtung voll. Das ist doof, denn dann müssen wir warten, bis wir so weit sind. Okay, da können wir aber leider nichts dran ändern. Das heißt, einmal absteigen, einmal rüberspurten und abtanken. Und das Schlimme ist, oh je, unsere Zeit ist auch schon gleich wieder rum. Und durch dieses hohe Volumen der Gerste haben wir jetzt eigentlich gar nicht viel erreicht. Also ich denke mal, nach dem neuen Traktor wäre das für den neuen Mähdreschern vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Idee. Mit den neuen Traktoren, der Mähdrescher, genau so. Jetzt war ich eben kurz neben der Spur. Also den Pfarr verkaufen, den Deutz hier hoch und unten einen schönen Case hingesetzt. Würde uns ca. 280.000 Euro kosten. Wir haben ja sehr, sehr viel Getreide nun geerntet. Und das wäre natürlich echt eine schöne Überlegung. Da gucken wir mal allerdings natürlich erst, wenn wir
Der neue Deutz da ist, vorher machen wir nichts. Aber ihr wisst, wir planen sehr gerne und man muss ja auch ein bisschen im Voraus planen, damit man hier gut vorbereitet ist. Nur ich denke mal, so hätten wir auch eine gute Erweiterung für oben das Feld 7. Würde uns ja auch in dem Punkt einen Vorteil bringen. So, und hier stelle ich mich mal neben dran. Gucken, passt das? Ne, da bin ich ja viel zu langsam eingestellt. Eieiei, so wird das mit der Fahrstufe 4 nichts. Die müssen wir ein wenig adaptieren. Oh, noch ein bisschen Gas geben, dann passt das. So sieht das schon fast perfekt aus. Ja, so kriegen wir zumindest das Ganze schon mal abgefahren. Na, 1 km/h oder 1% können wir noch drauf geben. Ja, jetzt sind wir gut dabei. Tanken den während der Fahrt ab, das macht schon mal viel aus. Und ja, wie gesagt, also ich denke, wir orientieren uns mal so in Richtung Feld 7 und neue Mähdrescher nach dem Traktor. Das ist doch ein Ziel, wo wir, glaube ich, einiges mit erreichen können. So, den haben wir auch wunderbar abgetankt. Das hat gut gepasst. So, wir sind jetzt leider aber schon wieder durch für heute. Das ist etwas doof. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Aber gut, wir können da natürlich nichts dran ändern. Ja, wir werden jetzt mal schnell schauen. Ich werde mal hier gerade gucken. Der Kollege ist eh voll. Das passt. Dann nehmen wir hier gleich den Helfer raus. Bei dem Knaben hier schauen wir mal, wo der gerade unterwegs ist. Ja, das sieht auch gut aus. Das heißt, der kriegt in der nächsten Folge auch hier das Feld fertig. Wir werden mal ein Stückchen zurückstoßen und dann sind wir durch für heute. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Freue mich jetzt schon wahnsinnig, wenn die Ernte durch ist. Da werden wir mit 26, 27 noch ein bisschen Arbeit kriegen. Und ja, dann geht's ans große Geld einheimsen und dann geht's natürlich auch an den neuen Traktoren, an unsere Zukunftspläne. Bis dahin, sprich bis morgen. Servus und tschüss.